Hallo zusammen. Ich begrüße euch zu einem neuen Input der Gemeinde Life Unlimited. Ich bin Miriam. Heute möchte ich euch ein bisschen ermutigen, die Bibel, also Gottes Wort, vor allen Dingen genau zu lesen. Jedes Wort, das hier in der Bibel geschrieben ist, hat Kraft, hat Wert und hat Bedeutung. Ein sehr wichtiger Bibelvers, wie ich finde, lese ich euch einfach mal vor. Es steht in Johannes 3, Vers 16. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt und geschätzt, dass er sogar seinen einzigen, andere Übersetzungen sagen einzigartigen, Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige, für immer andauernde Leben hat. Hier in diesem Vers, allein in diesem einen Vers, stehen schon unglaublich viele Worte. Ein Wort, was mir hier ins Gedächtnis kommt, immer wieder, ist das Wort einzig oder einzigartig. Es hat so viele Bedeutungen. Einzigartig, besonders, individuell, allein, einfach einzigartig. Ich möchte dich einfach ermutigen, akzeptiere, dass du selbst einzigartig bist und versuche vor allen Dingen, dich deshalb nicht mit anderen zu vergleichen. Ich weiß, in der heutigen Zeit, vor allen Dingen im Job oder auch in der Familie, ist es ganz oft so, dass man sich vergleicht mit anderen. Die anderen haben mehr Bildung, mehr Geld, mehr Einkommen, mehr Kinder, mehr Freunde, sind viel modischer, haben eine tollere Figur, die Frisur ist schöner, die Haare sind glatt, obwohl ich Locken habe, will ich glatte. Alles ist immer schöner, besser, höher, schneller, weiter. Unterm Strich, man kann sagen, es ist häufig die Meinung, das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite, also bei den anderen Menschen. Ich möchte heute sagen, nein, Gott hat dich, nicht nur seinen Sohn Jesus, sondern auch dich als Kind Gottes einzig und einzigartig gemacht. Und das hat einen Grund. Du bist so, wie du bist, weil Gott dich mit einem bestimmten Ziel hier auf der Erde haben will. Das heißt, du bist einzigartig in all deiner besonderen Art, in deinem Charakter, in deinem Wesen, in deinem Aussehen. Natürlich, es gibt Dinge an einem selber auch, die einen einfach nur nerven und wo es einem schwerfällt, sich selber zu akzeptieren. Aber vielleicht ermutigt es dich einfach zu wissen, du bist einzigartig gemacht. Mit all deinen äußerlichen und innerlichen Attributen, mit deinen Charakterschwächen, vielleicht auch Stärken, mit deinen äußerlichen Stärken und Schwächen, du bist einzigartig. Und wie immer du auch an dir zweifelst oder dich mit anderen vergleichst und merkst, irgendwie, ich kann mit den anderen nicht mithalten, ich bin mir selbst nicht genug. Nein, sei getrost. Gott hat dich genauso einzigartig geschaffen, wie du jetzt bist. Und er will, dass es so, wie du bist, dass du dich einsetzt in seinem Werk und für ihn. Das heißt, er hat auch dir, auch wenn du es vielleicht gar nicht weißt, richtig gute Talente gegeben, mit denen du anderen dienen kannst. Zum Beispiel kannst du ein Mensch sein, der vielleicht besonders einfühlsam ist und somit ein guter Zuhörer bist. Du denkst vielleicht, so eine tolle Eigenschaft ist es doch gar nicht, wenn ich einfach nur zuhöre. Für dich vielleicht nicht. Aber es gibt ganz, ganz viele Menschen, für die es sehr, sehr wichtig ist, dass du ihnen zuhörst. Also, du kannst ihnen ein Segen sein mit all deinen Gaben, die du hast. Du brauchst nicht der perfekte Lobpreiser, der perfekte Familienvater, die perfekte Mutter, die perfekte Managerin im Job und in der Familie, die perfekte Haushälterin, die perfekte Putzfrau, die Frau, die perfekte sonst was sein. Nein, tu einfach das, was du von Gott mitgegeben hast,
Gut, gerne und aus vollem Herzen, weil das hat einen Grund, dass Gott dich einzigartig mit all deinen Begabungen genauso geschaffen hat. Deshalb will ich dich ermutigen, sei dir bewusst, Jesus lebt, damit du deine einzigartigen Stärken an die anderen Menschen weitergeben kannst, voller Freude und Dankbarkeit dafür, dass du so bist, wie du bist. Und so hilft es dir vielleicht auch, einfach zu ertragen, dass es manche Dinge an dir gibt, die vielleicht nicht so optimal sind. In diesem Sinne, hab echt einen guten Tag, lass dich nicht unterkriegen und sei besonders und dankbar dafür, dass du besonders bist, weil das Leben mehr ist. Tschüss!